Hallöche Leute, wir sind wieder hier bei Samuel, irgendwas. Und wir besiegen jetzt oder töten Oberaufseher Haben Sie daran Campbell. gedacht, Piero einen Besuch abzustatten, Da waren wir bevor wir schon. uns auf den Weg machen? Nö. Ich empfehle nur. Ach, Bereit? ja. Sagen Ich Sie Bescheid. bin bereit. Ja, Leute. Weiter geht's. Destillierbezirk. Block- und Gegenangriff sind essentielle. Rüste das Herz, also nutze es, um Geheimnisse über einen Ort zu hören. Ja, das haben wir auch schon kennengelernt. Und ich versuche so nett wie möglich zu spielen, das heißt so wenig wie möglich zu töten, aber wir haben ja im ersten Part schon Ein gesehen, wie leichtes das dann Unterfangen. geendet Früher ist. konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das Geendet ist hat. nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. So, und da geht's auch schon los. Schauen wir mal, ob hier irgendwo ein Dings ist. Ah, da oben ist ein Knochenartefakt. Ich wusste es ja eigentlich schon irgendwie. Ach, ich kann ja so auch so. Wie gesagt, ich versuche so wenig wie möglich zu töten. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Hey! Was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, so, der Kleine. Dich haben wir mal. Unmöglich. Und legen wir hat hier hinten schlafen. Mach weiter. Kriechen überall herum. Hey! Na, jetzt bewegt hier er hinten. Sich nicht mehr. Da. Ach, lecker. So, dann sollten wir irgendwie da rüberkommen. Denn da oben ist ein Knochenartefakt. Ja. Schauen wir mal. Im Fluss sollte man auch nicht so landen, weil da sind Fische, die einen anknabbern. Und das Blink oder auch Teleportieren ist eins der nützlichsten Dinge. Das will ich auch als erstes ausrüsten, dass ich da weiterkomme. Weiter höher. So, und hier müsste eigentlich irgendwo ein Knochenartefakt sein. Knochenartefakte sind so wie Perks, da kann man 3 ausrüsten. Man kann sich dann aber auch kaufen, dass man mehr ausrüsten kann wie 3. Und hier ist es auch schon. Ja. Dann schauen wir mal hier. Knochenartefakte. Wind des Schicksals. In seltenen Fällen stellt ein Trank deinen Mana vollständig wieder her. Ja, rüsten wir aus. Wir haben noch Geld. Ratten. Lecker, lecker. Und dann nix wie wieder weg hier. Ich hoffe, jetzt kommt kein Fisch an. Während ich hier so rüber schwimme. Oh, scheiße, da ist ein Fisch, da ist ein Fisch. Hup, weg. Puh. So. Eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber in Far Cry, wer den Titel noch kennt von 2004 oder 5, da haben die Söldner auch immer sehr witzige Kommentare abgelassen. Und die Stimmen von den Wachen hier erinnern mich doch sehr stark dran. Ob das nicht dieselben Sprecher sind. Beklauen wir die mal. Bitte. Ich bin etwas aufgewühlt. Ich habe heute schlimme Dinge gesehen. Gut, immer her damit. Na gut, dann lassen wir dich in Ruhe. Na, 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 na. Was Achtung, Bürger von Dunrum. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Und jemand räumt sein Haus aus. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu danken. Verpflichtet. Lumpen, Lumpen, Gräfin. Hey! Da will man mit dir reden, dann explodiert die alte Schachtel.
Aber zuerst gehen wir hier raus. Die kleinen Vöglein sind heute traurig. Denn hier ist ein Artefakt. Bam, bam, bam. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ja, das frag ich mich natürlich auch. Wie wird das ausgehen, frage ich mich. Lumpen, Lumpen, Gräfin, komm raus aus deinem Haus. Liebster? Ach, ist sie nicht hübsch. Du bist mein geliebter Ehemann? Ja, meine Süße, ich bin's. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Ja. Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Man beachte die Hände wieder. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Natürlich, mach ich das. Mach auf, Großmutter. So, zuerst räume ich noch deine Bude aus. Mana kann man immer brauchen. Eine Medaille nehmen wir auch mit. Betäubungspfeile finde ich voll. Und dann befreien wir die Lumpengräfin von der Plage. Von diesen Typen. Wir verschwenden unsere Zeit. Wie viel kann sie schon haben? Sie verdient ihr Geld im Müll. Lass uns halt trinken. Alle ist vertrocknet wie eine Wüste. Hat 80 Jahre gewühlt. Die muss was gefunden. Habe ich jetzt? Nee, habe ich noch nicht. Scheiße. Was du auch hast. Slapjaw kriegt seinen Teil. Nichts Persönliches. Bottle Street Regeln. So. Miete fällig, Großmutter. Was sonst? Na los, holen wir uns diesen Kerl. Und weg ist er. Ah, schön. Noch kein getötet? Ist euch das aufgefallen? Ich hab die nicht getötet. Das ist Wahnsinn für mich. So, ab in die Gasse. Das passierte mir das letzte Mal. Da habe ich auch eine Wache bewusstlos gewürgt. Dann wollte ich ihn in eine Kammer reinlegen und der Idiot hat ihn dann über die Brüstung runtergeworfen und mit dem Kopf ist er aufgeprallt und ist dann dran abgekackt. Ja, ein bisschen blöd. Aber diesmal ging's gut, das freut mich. So. Gott sei Dank haben wir ja hier den Haustürschlüssel von der Lumpengräfin bekommen. Hier können wir dann gleich wieder die Betäubungsspritzen auffüllen, zwei zumindest. Gibt es sonst noch irgendwas? Nope. Oder? Nö. Eine Ratte! Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Ja, ich wusste doch, wie wir früher getanzt haben. Mr. Roboto. Und hier haben wir noch einen Artefakt. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen.
Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani, was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard, jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Ja, deine Vögelchen kommen bald raus, da oben. Mann, eine Feste. Wenigstens ist sie hübsch, sonst hätte sie nicht viel. Du musst gehen, sonst kommen sie. Ja, dann holen wir uns noch die Ratteneingeweide. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Aber jetzt zuerst holen wir uns die Ratteneingeweide. Achtung, beschäftigt! Soll das? Machen Sie den Weg, wenn ich mit dem reden will, dann hat der mit mir zu reden, der Penner. Oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst näher. Diese Fahrzeuge werden weder ihre Geschwindigkeit drosseln noch anhalten. Nee, ich gehe da entlang. Man kann ja über verschiedene Wege hier. Ich könnte hier über die Dächer und hier sind die Idioten. Ich gehe hier entlang. Oh. Gute Nacht, mein Freund. Und jetzt ab damit. Ab mit dir gefangen. Dahin, wo du hingehörst, in die Mülltonne. Erinnert so ein bisschen an Hitman. Ach, Deckel drauf. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt es plündern. Ja. Da schauen wir doch gleich vorbei. Vorerst räumen wir hier wieder mal die Bude aus. Und essen alles weg. Mein Herz schlägt auch. Aha. Hier ist eine Knochenrune. Mal sehen, was haben wir denn? Leichenbestatter. Du kannst dich etwas schneller bewegen, wenn du eine Leiche trägst. Ja, das nehmen wir doch. Hier ist wieder ein Buch, das könnt ihr euch selbst durchlesen. Stoppt einfach das Video. Ja. Ansonsten sieht es hier nicht nach viel aus. Hoppala. Wo ist jetzt der Typ hin? Ich wollte eigentlich was kaufen bei ihm. Da ist auch eine Rune. Wo ist er denn jetzt? Da müsste... Ach, Mann. So, kaufen wir mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Jo. Lassen Sie mal sehen. Denn hier können wir zum Beispiel Baupläne kaufen für Vergrößerungslinse. Aber ich nehme die Sokolovs Formel für Elixier. Das... Ach nee, scheiße. Achso, nee, passt schon. Denn hier kann dann unser... bei uns zu Hause in der Werkstatt der so ein Elixier herstellen und damit auch kaufen. Hier kaufe ich mir noch um das restliche Geld Betäubungspfeile. Ich bin jetzt etwas aus der Fassung gekommen, weil bei mir wieder mal das Telefon geläutet hat, wie immer. Aber ich will jetzt euch das noch zeigen. Ah, also er kommt auch so ziemlich hoch. Du brauchst ein Bad. Ich kann dich von hier aus riechen. Du bringst mich immer zu. Nee. Puh. Wäre fast knapp geworden. Wir müssen nämlich da hinten rein, da können wir uns entscheiden, entweder ganz unten rein, das ist was ich natürlich tun werde, wo unten die Wachen rumlaufen, oder hier mittel oder ganz oben. Ich werde mal versuchen, dass ich ganz oben rein kann. Scheiße. Jetzt komm mal drüber. Ja,
Wir hätten auch hier gleich rauf können, wie man sieht. Das Map Map war zum Beispiel so eine Lichtwand. Die ist jetzt direkt unter uns. Ein bisschen schneller vorankommen hier. Und dann geht's auch schon rein. Und Dr. irgendwie Galvanis Büro. Ach, jetzt bin ich unten rein. Verdammte Kacke. Naja. Texturen kommen immer etwas später nach. Hier haben wir eine Karte. Da bekommen wir Geld dafür. So. Sieht man aber auch nicht viel drauf. Einfach mal die Scheibe eingeschlagen, ganz nett. Moment. Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. So. Dann sollten wir mal einen Weg rausfinden. Hier ist ein Tresor. Wie wir in den reinkommen, weiß ich nicht, zum Beispiel. Betäubungspfeile habe ich wieder 10. Das ist gut. Der Doktor ist brillant, wenn jemand die Stadt retten kann. Oh nein! Helft mir! Mal ganz schnell ausgeschalten. Hallo? Hat niemand mitbekommen? Ist doch super. Die beiden packen wir dann einfach mal hier rein zu den Ratten. Ganz nett und freundlich. Ah, nee, in den Kamin packen wir sie rein. Komm. Da. Wie die Frau auch schnarcht. Meine Fresse. Da. Noch ein Schlüssel. Ratteneingeweide sind um. Jetzt läutet das Telefon schon wieder. Es ist echt schlimm. So. Wir gehen hier hoch. Lassen das Telefon läuten. Hier ist eine Notiz. Und dann sind wir auch schon da drin. Was haben wir hier noch alles? Hier ist noch irgendwas. Leute, wieso verstehen manche Leute nicht, wenn man nach den ersten 50 Mal Leuten nicht rangeht, dass man gar nicht mehr rangehen wird? Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korianders Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Ja, 20 Minuten sind es auch schon wieder. Und was hinter dieser geheimen Tür ist und jetzt nicht ablesen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, Leute.